Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in District Zero auf meinem Dachboden, den ich ein bisschen ausgestattet habe. Wie ihr seht, konnte ich die Dinge, die ich mitgenommen habe, gut einsetzen. Hier ein paar Boxen hingestellt. Ich glaube, hier ist noch eine Lampe, die wollte ich noch anmachen. Die bepowert man übrigens hier mit Dukes. 20 Dukes. Gibt einmal Licht. Und dann haben wir schon hier schön Licht. Muss ich nur ausmachen, sonst verbrauche ich unnötig Strom. Die hier muss ich nicht aufladen, die leuchtet auch so. Und die kann ich ausmachen. Im Moment geht es noch in der Nacht. Ich habe hier ein bisschen Bilder hingehängt. Die Kiste hingestellt. Ich habe noch nichts umsortiert. Diese großen Kisten hier. Müssen wir mal gucken, wie wir die einsetzen. Die Uhr hängt. Und wir brauchen einen Kochtopf, damit wir uns Wasser machen können. Ich habe nämlich tierisch Durst. Wir werden jetzt einmal Vitamine reinfahren. Und uns dann Gammelwasser reinziehen. Und dann hoffe ich, dass ich einen Kochtopf finde, bis ich hier wieder komme. So, 190 Meter ist unsere nächste Quest. Wir können übrigens auch so einen Billardtisch aufnehmen. Und ich habe überlegt, ob wir vielleicht übers Dach irgendwie rausgehen. Und irgendjemand scheppert mir hier gegen die neue Bude. Wer ist denn hier? Wer klopft denn da unten an? Eine Heilbandage. Hallo, guten Tag. Guten Tag, der Herr. So, ich wollte mal gucken, ob die Waffen nachgeladen sind. Komm, wir können mal die Schrotze ausprobieren, wie sie so funktioniert. Naja. Hat auf jeden Fall funktioniert, gab 400 Punkte. Der gibt noch 400 Punkte und der ist so stabil, das ist natürlich spannend. So, ich hoffe, wir kriegen in unserer neuen... Ich habe keine Zeit für dich. Wir kriegen in unserem neuen Lootpunkt ein bisschen einen Kochtopf oder sowas in der Art. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Mais. Hier wären normal Schweine drauf, ne? Wenn es hier Tiere geben würde in der Mod. Und dann können wir auch ein bisschen basteln, wenn wir in der Nacht dran sind. Das sieht aus, als hätte irgendjemand auf dem Auto gestanden. So ein bisschen platt. Auf jeden Fall noch ein Automagazin. Das ist gut. So. Was müssen wir machen? Clear the area. Clear the robots. Ich nehme mit. So, die ist nachgeladen. Und da. Hä? Moment mal. Nachladen. Okay, jetzt ist nachgeladen, definitiv. Hier ist auch nachgeladen. Knüppel ist auch nachgeladen. Den können wir nochmal reparieren. So, ich brauche dringend ein Helmlicht. Hallo, guten Tag. Na, bist du der Kumpel? Komm, wir kämpfen mal draußen. Ich habe keine Lust, hier im Dunkeln mit euch zu kämpfen. Und wir müssen mal gucken, wie wir gegen diese Radiated... Verseuchen hier. Au, haut ihm gegen die Beine. Wie wir dagegen ankämpfen können. Ich habe keinen Plan, wie man das hier. Vielleicht gibt es irgendwelche Anti-Red-Pills oder sowas in der Art. Hab dich gewarnt. Komm mal her. Gibt's denn sowas wie Rat Remover oder sowas? Hier, Anti-Radiation Pills. Medical Elf. Gibt zweimal. Can craft any beak in the campfire. Da müssen wir beim Händler mal gucken, ob der irgendwelche Rat Pills hat, oder? Ah, warte mal, wir können noch einen Klappen neuen machen, oder? Klapp. Genau, dann können wir das hier nämlich rausnehmen. Das da reinnehmen. Wir haben auch diverse andere Dinge gelernt, an die ich mich jetzt noch nicht erinnern kann. Aber das machen wir dann. Wir können auf jeden Fall einen so ein Ding bauen, wo wir Fleisch drin züchten können. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Aber jetzt brauchen wir erstmal einen Kochtopf hier.
Müssen aber nur Clear the Area machen hier, ne? Okay. Kann man eigentlich so eine Kaffeemaschine einpacken? Ja, Single-Haushalt braucht eine Kaffeemaschine, oder? Ist ja wohl klar. So. Kann man eine Badewanne mitnehmen? Oh, sehr schön. Endlich baden in Apokalypse. Ich habe auch in dem anderen Haus meine Lampe vergessen, fällt mir gerade, meine Fackel vergessen. Deswegen nehme ich die jetzt mit. Ah, da. Guten Tag. Da kann ich mich aber noch oft verletzen bei dem Nähzeug. Lockt, lockt, lockt. So, ab in den ersten Stock. Hallo? Ist da noch Kumpels von dir? Oh, ein paar Schlappen. Ja, mehr gegen Kälte und mehr universell. Ich glaube, ich lasse die hier an und die hier verkaufen wir. Guten Tag. Wollen wir unten weiterkämpfen? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Oh, so ein Deckenfluter. Kann ich anscheinend nicht aufnehmen. Guten Tag. Ah, Return to Trader. Wir haben es geschafft. Kann ich ihn wirklich nicht aufnehmen? Nee. Der will nicht. Nein, nein, nein. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine neue Kiste für unser Zuhause. So, mal ganz kurz. Medizin, Bogen, Auto, Tier 1, Bicycle and Wheels. Moment, wir können jetzt schon Fahrräder herstellen in dem jetzigen... Okay, krass. Pipebaden 2. Lampe. Claw Scrap. Cool. Achso, dich wollte ich mitnehmen für zu Hause. Zwar nicht so schön wie die ganz großen Kisten, aber muss ich mir zumindest nicht craften, ne? Sehr gut. Und hier geht's wieder raus. So, dann gehen wir mal schnell ab. Moment, wir können uns jetzt schon ein Fahrrad herstellen. Ist ja ein Traum. In der Garage waren wir auch noch nicht, ne? Ne, warte mal, warte mal. Abbruch. Ich wollte... Wie bricht man eigentlich das Looten ab? Noch ein Zombie gespawnt. Oh, das Auto ist natürlich perfekt für die Zombies zum Drauflaufen. So. Jetzt aber nach Hause. Ich würde sagen, ich lade kurz aus und wir sehen uns gleich wieder. Genau, beim Händler zur Abgabe. Bis gleich. So. Everything is for sale. Ja, ich hab dich leider ausgeraubt, es tut mir leid. Okay, so I suppose you want to be paid. Duct tape? Oh Gott, Energy Cells? Ich hab keine Ahnung. Ich nehme die Energy Cells einmal. Ich hoffe, dass das irgendwann mal einen Sinn macht. Clear Robots, eine Fetch Quest. Können wir auch mal machen. Great.
Hast du Red Pills für mich? Hast du nicht. Das ist schon mal toll. Hast du einen Cooking Pot für... Yes. Den hätte ich gern und den Cooking Grill kaufe ich ja noch. Absolut. Ich habe übrigens zwischen den Folgen hatte ich, also nach der ersten Folge habe ich übrigens hier den Händler so gut es geht durchgelootet. Ich glaube, ich habe auch soweit nichts vergessen, bis auf die hier. Da höre ich schon wieder einen Roboter pfeifen. Kann ich dich noch looten? Kann ich nicht. Gut, wir werden jetzt, glaube ich, um 18 Uhr keine Fetch-Quest mehr anfangen. 19 Uhr vor allen Dingen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Geht's hier hinten irgendwo raus? Oh, ich habe eine Kiste übersehen. Werde ich noch angemeckert hier, wenn ich das nicht noch schnell loote, oder? Die habe ich auch noch nicht gelootet. Habe ich angelogen. Ich habe nicht alles gelootet. So, kann man hier über den Zaun springen, ohne sie zu verletzen? Doch, hoffe doch. Wir müssen ja nur die Supplies finden. Schaffen wir das bis 19 Uhr? Ich habe halt kaum Ausdauer, ne? Wegen dem... Oh, da ist Essen drin. Warte mal. Ich will mal ganz kurz in die Küche gehen. Kommt gerade die Frage von der Regie, ob ich hier die Munition wechseln kann? Nee, kann ich nicht. Und wir können eine Wrench machen, habe ich gesehen, durch die Skillbücher, die wir bis jetzt hatten. Okay, ein bisschen Aloe. Ah. Oh. Brauche ich was, kommt von draußen rein? Ah, die sind irgendwie über mir. Also wir haben jetzt schon 19.30 Uhr. Wo sind die denn? Noch bestimmt irgendwo im ersten Stock. Ich loot nochmal schnell durch. Ich würde sagen, wir gehen lieber nach Hause und bauen uns hier diesen Fleischgenerator oder sowas. Und eine Wrench fahren. Dann können wir nämlich die Roboter auseinander wrenchen. So, in die Shotgun rein. Gucken wir hier mal. Ne, auch nur normale Shotgun-Shells. Ich denke, das sind andere Waffen, für die wir die brauchen. So eine Energiezelle. Moin. Na? Ups. Alles gut? Er geht so völlig wie auf Patrouille. Aber keine Ausdauer, ne? Aber wir können uns jetzt Sachen abkochen. Also Wasser abkochen. Ah, apropos Wasser. Wo ist hier Wasser auf der Karte? Hier direkt nebendran im Graben. Sehr gut. Pass auf, dann gehen wir jetzt nach Hause. Holen unsere Gläser. Und ja, Red Pills müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es hier am Automaten beim Händler, habe ich gar nicht dran gedacht. Vielleicht gibt es hier... Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Warte mal. Der hat ja noch ein paar Automaten. Nicht, dass es so eine Red Pill einfach da drin gibt. Nee. Nee. Okay. Hm. Gut, das mit den Pillen sehen wir dann ein andermal. Hm. Ich weiß es nicht. Kriegen wir aber raus. Ich kann mal am Ende ja auch irgendwie hier einen Wasserhahn wieder intakt nehmen oder so. Ich habe keine Ahnung. Und wir werden es auf jeden Fall so einrichten, dass wir hier nicht quer durchs Haus laufen müssen, um in die Bude wieder reinzukommen. So, es wird langsam Nacht. Ich mache mal hier ein bisschen Beleuchtung an. So. Jetzt doch ganz hübsch. Sodle, dann haben wir einen Grill und einen Kochtopf für das Ding. Das ist schon mal sehr viel wert. Dann hätte ich gerne die Gläser. Warte mal, ich habe, glaube ich, Trinken habe ich hier oben.
Das können wir lernen. Das können wir gleich abkochen. Die Gläser nehmen wir mit. Eine Jeans haben wir dabei. Das ist sehr gut. Das kommt da rein. Das ist Essen. Im Entfernen. Ach, du siehst, die Schuhe wollte ich verkaufen. Machen wir noch. Mache ich hier oben zu der Deko rein. Da habe ich die Badewanne mitgenommen und so weiter. So, da haben wir noch mal 8 Gläser. Und dann holen wir jetzt mal gerade Wasser. Ups. Hallo? Himmel. So, hier werden wir aus dem Fenster hüpfen. Wo ist denn dieser Graben? Links vom Haus. Ah ja, perfekt. Cool. So, warte mal, wir haben hier ganz viele Bauklötze. Pass mal auf, da ist das Fenster, wo wir rausspringen. Da gehen wir rüber. Und ich würde sagen, wir schlagen ganz kurz hier mal den Fensterrahmen weg. Und kleben uns hier eine Leiter dran, oder? So, so machen wir das. Und dann bauen wir so eine Leiter bis hier hoch. Leiter. So, ich hoffe, die Zombies sind nicht genauso schlau und gehen irgendwie dann von innen da dran oder so. Aber das werden wir rauskriegen. So, damit die nicht abfällt. So. Schauen wir mal, ob nachts die Zombies hier stehen. Oder wir machen hier nur eine Tür rein. Das können wir natürlich auch machen. Aber wir haben ja hier noch den Zwischenschritt. Von daher sollte da nichts passieren. So. Einmal Wasser. Einmal das hier. Ja, 10 Minuten 50 Wasser abkochen. Ne? Da sind wir wieder bei den Problemen. Ha. Können wir das Ganze verkürzen? Können wir, wenn wir einen Skillpunkt vergeben. Wir haben noch einen Skillpunkt, aber dazu müssten wir den Masterchef. Ja, das machen wir auch. Den Punkt brauche ich. So, dann sind wir bei 6 Minuten. Das ist schon wesentlich besser. 6 Minuten 15. Dann machen wir noch ein Brett dazu. Dann müsste das eigentlich reichen. So, dann schauen wir mal, was wir craften können. Also, wir haben hier... Oh, warte mal, Moment, wann habe ich gerade was gesehen? Hier habe ich das gerade gesehen. Warum war das gerade gefiltert? Hier. Laser Knife. Plasma Club. Cool. Hier, Fusion Club. Ah, ab Level 11 Clubs. Nice. Okay, da kommen wir dann langsam dahin, wo die Mod auch... Fusion Sledgehammer gibt es auch. Gut, nutze ich nicht. Hier, Fusion Knife. Okay, das ist wahrscheinlich sowas wie Scrap Armor oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Den wollte ich gern machen. Ich weiß nicht, ob wir schon 30 Eisen da haben, aber... Mal gucken. Und eine Wrench wollte man noch machen. Eine Wrench muss natürlich auch noch dabei sein, ne? Gut, da kocht Wasser ein. Aber eine Wrench kann ich, glaube ich, nicht im Inventar machen, oder? Doch, kann ich. Eine Wrench könnte ich machen. Und 30 Forged Iron. Ich habe nur 12. Das funktioniert nicht. Aber wenn wir die Wrench haben, können wir Roboter auseinandernehmen und kriegen eventuell Eisen dafür. Ne? Das könnte sein. Ich würde sagen, eine Wrench müssen wir machen. Also 12 Mechanical Parts. Oh, wir brauchen noch mehr Mechanical Parts und 2 Duct Tape. Haben wir. Okay, wir brauchen noch einmal Mechanical Parts. Bevor hier alles aus ist. Was gibt Mechanical Parts? Diese Sessel geben Mechanical Parts. Haben wir irgendwo einen Sessel? Oh. Haben wir unten Sessel? Nein, nein, nein. Achso, die kriege ich ja nicht raus, wenn ich sie einfach zerlege, ne? Das ist ja jetzt blöd. Kann ich dich looten? Kann ich nicht. Kann ich dich looten? Kann ich auch nicht.
Wir sind ja noch Nachbarn. Wo sind wir dahinter? Ja, hier. Hi. Gib mir mal Mechanical Parts. Ich brauche einen Mechanical Part, damit ich deine und Kollegen hier auseinander ranchen kann. Nein, hier ist auch nichts. Ah, da ist noch eine Werkbank. Nice. Ah, nochmal Forged Iron ist immer gut. Kann ich dich denn aufnehmen und zerlegen? Was kommt dann bei rum? Destroyed Workbench. Ah, die kann ich gar nicht. Ich kann nicht nur droppen. Okay, das ist blöd. Mechanical Parts, ich brauche. Auch nicht. Aua. Komme ich hier raus? Ich hoffe. Ja, gut. Ich glaube jetzt nicht, dass ich auf die Schnelle hier irgendwelche mechanischen Teile finde. Damit wir das noch herstellen können. Ich wüsste nicht, woher. Oh, hier ist ja noch jemand drin in meiner Bude. Gut zu wissen. Ich habe doch keine Ausdauer. Oh, den Herd können wir mitnehmen, den Ofen. Komm mal her. Warte. Gleich können wir weitermachen. Kann ich dich mitnehmen? Oh ja, Wolsen. Level up. Nice. Cool. Tja, ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch mechanische Teile herkrieg. Es gibt noch einen Keller. Wo geht's denn hier in den Keller runter? Weil ich habe gesehen, es gibt einen Außenbereich. Wenn ich bei mir nämlich hier die Dings runter. Wie viel haben wir denn überhaupt? 21,55. Nee, ich gehe jetzt nicht in den Keller. Das ist mir zu spät. So, wir gucken jetzt mal, was wir noch herstellen können, oder? So. Haben wir hier eine Chrysantheme? Das ist natürlich Übersicht, aber ich glaube, die können wir eh noch nicht verarbeiten, oder? Ne, können wir noch gar nicht machen. Dann trinken wir jetzt normales Wasser hier. Oh, das normale Wasser ist richtig gut. Es hat 18. War das schon immer so hoch? Okay. So. Die ziehen wir an, die sind besser. Und die scrappen wir. Und die sind nochmal eine Nummer besser. Ja. Okay, wir ziehen Cowboystiefel an. Und die verkaufen wir an Händler, okay. Ja, das Ding können wir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob wir es eventuell einschmelzen können, aber... Der ist 20 wert, den können wir auch noch verkaufen. Okay, eine Wrench können wir nicht machen, weil wir keine mechanischen Teile haben. Diesen 3D-Drucker, da langt, glaube ich, das Eisen nicht. Wir haben nur 19 Eisen, das langt auf jeden Fall nicht. Warte mal, wir können doch in der Nacht zum Händler rüber, oder? Warte mal ganz kurz. Wir können in der Nacht zum Händler rüber, das gibt natürlich ganz neue Möglichkeiten. Warte mal, ich nehme mal das Licht hier mit. Kann ich beim Händler rein? Das probieren wir jetzt. Ist hier jemand? Nö. Ich glaube, da hat jemand gehupt. Hi. Hast du Mechanical Parts? Hast du nicht. Mist. Hast du eine Wrench? Hast du auch nicht. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir müssen hier hoch.
Um dann über die Mauer zu springen und schnell wieder nach Hause. Ah, oh, gibt's noch Kisten? Warte mal, vielleicht haben wir ja Glück. Wahrscheinlich habe ich jetzt den Händler enttarnt, ne, wenn ich hier drin in der Nacht klopfe. Eine Schaufel, das ist gut, da kann ich oben das Zeug wegschaufeln. Hätte ich mir auch so herstellen können, aber... Okay, Eisenbahn, gut. So, hier komme ich doch bestimmt. Da ist die Leiter. Ja, da ist er, der rennt auch. Juhu, wieder zu Hause. Können wir hier mal eine Fackel setzen, damit wir ein bisschen mehr Licht haben? So. Wasser. Das ist schon mal sehr gut, dass wir Wasser haben. So. Ranch können wir nicht machen. Können wir die Forge machen? Theoretisch ja. Brauchen Scrap Iron, zwei elektronische und Short Iron Pipe. Warte mal, das müsste doch gehen, oder? Scrap Iron. Zwei Elektronik. Oh, haben wir aber genau. Haben wir Läppchen und Kleber. Kleber, Läppchen. Machen wir mal 9 Stück. Wir machen erstmal so viel, wie wir brauchen. So, jetzt können wir die Forge machen. Sekunden und das ist super. So, ach genau, das Ding wollte ich da mal setzen. Was kannst du denn? Kannst du kochen? Die Forge machen wir daneben, würde ich sagen. Hier so neben die Leseecke. Ah, da kommt Holz rein. Oh, guck mal an. Ist das nicht gemütlich? Das ist ja cool. Können wir irgendwas machen? Wir können sie ausmachen. Editieren. Wir können das Licht... Moment, wir können das Licht einstellen. Das ist ja cool. Okay, cool. Wir haben ein bisschen Licht. Ist ein bisschen gemütlich. Cool, cool, cool. So. Dann haben wir hier die Forge. Die ist 2 hoch. Dahinter ist auch doof. Wo stellen wir die Forge hin? Ich stelle mal die Forge da an die Ecke. Weiß ich nicht. Wir können sie ja umsetzen, ne? Aha, okay. Damit können wir uns Eisenbarren herstellen. Das ist schon mal cool. Da brauchen wir noch Clay. Haben wir noch Clay? Ja, 15 Clay. Wow. Wow. Okay. Okay. So. Also, die Forge haben wir hergestellt. Was können wir nochmal? Oh, Forge Kobalt. Okay, hier kommen noch echt interessante Dinge. Crucible können wir noch nicht machen, okay. Workbench geht erst ab 10, okay. Wir setzen mal den Schlafsack irgendwo hier anders hin. Wir setzen den mal hinter den Fernseher. So. Ja, cool. Wir haben eine Forge, das ist schon mal super. Und sind mit Wasser versorgt. Gute Voraussetzung. Bis zur nächsten Folge, bis morgen.